Okay, da wäre ich wieder zum nächsten Stream. Ich gucke nochmal, ob hier die Musik und alles passt, aber ich denke es doch mal, oder? Muss ich das mal leiser machen? Ja, eigentlich bin ich ja wieder ziemlich laut, ne? Soweit ich das sehe. Da können wir es auch so lassen, hoffe ich mal. Doch, müsste eigentlich gehen, ne? Ja, das haut schon hin. Ich sehe hier so den maximalen Ausschlag in OBS auch. Das sind ja dann immer so Punkte, die quasi stehen bleiben. Und die sind wesentlich weiter weg von meinem eigentlichen Mikroausschlag. Mal gucken. So, ich habe eben die Erfahrung auch gemacht, dass ich hier schon mal immer das viel zu laut eingestellt hatte vor einer Weile. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Okay, ja, wir sind mal wieder hier in Tiny Aura unterwegs. Ich wollte vielleicht danach auch noch eine Folge aufnehmen, aber ich will erstmal was schaffen, dass wir ein bisschen produktiv sind heute. Und ja, die PvP werden schon wieder, ne? Naja, das ist wieder so ein Thema für sich. Was braucht man denn aktuell? Also praktisch wäre natürlich meine neue Spitzhacke, würde ich sagen. Das ist jetzt das Erste. So. Und dann werde ich mir erstmal was holen. Nur wir müssen dann gucken, was. Also hier oben, wie ich das bauen will mit dem Haus. Also Holz natürlich, kann man gucken. Aber ich will jetzt auch nicht so aus diesen langweiligen Materialien bauen, die man schon immer nimmt, sondern vielleicht mal was Neues. Das wäre schon nicht schlecht. Ja, man weiß halt nicht, was ich da nehme. So. Also Stonebricks und so weiter haben wir ja alles. Was ich mal probieren könnte, wäre mit Dripstone die Lava zu vermehren. Habe ich den hier noch? Hä, wo ist denn der eigentlich hin? Ich hab doch Dripstone, oder? Ich hab nur noch Moos. Aber man hatte doch einen immer am Anfang. Ich guck mal hier zu den anderen. Wo ist denn die Anfangskiste noch erhalten? Ich glaube, hier war die immer noch erhalten. Okay. Ja, hier, genau, das Zeug, das fehlt mir alles. Also gut, die Erde. Das weiß ich jetzt auch nicht, wo kommen die alles her? Man kriegt doch nicht so viel aus der Skyblock-Insel raus. Das war doch immer nur ein bisschen mehr als ein Stack. So, und das Karmesin- und Wirbzeug habe ich auch nicht und so sind. Ich habe das doch niemals verloren. Und ich habe am Anfang, weiß ich noch, immer die Kiste quasi kopiert. Ja, dass jeder dasselbe hatte. Ich guck mal zu Neolixi, ob das bei ihm auch hier stimmt. Ah, müsste eigentlich. Weil bei ihm weiß ich noch genau, wie ich die Insel gesetzt hatte oder gebaut. Okay. Na, hat das ja auch. Und ein spitzer Tropfstein. Ja, wenn ich jetzt vier, nee, fünf Tropfsteine bräuchte, dann könnte ich die wieder zurückzahlen. Guck mal, ob Shandy mehr hat. Dann würde ich die vermehren bei mir. Und dann ihm wieder zurückgeben. Das Startkapital. Genau, also das wäre jetzt so mein Plan. Ich meine, wenn er jetzt zum Beispiel so einen Stack oder so hat, ne, dann macht es ja nichts aus. Deswegen will ich es einfach mal wissen. Hat er überhaupt sein Lager? Hier ist Slime. Hier ist Kran. Er war nicht hier sein Lager. Ist alles weg, gell? Wie er hier einfach Blaze Rod drin hat, Alter. Das ist ja auch richtig verschwenderisch. So, hier ist ja das Mob Drop Zeug. Sterben die jetzt ja automatisch? Ich glaube, gell? Aber kriegt man kein Eisen raus, wenn die nicht vom Spieler gekillt werden.
Wie mache ich denn das jetzt? Da hinten ist noch Zeug. Ah, das ist die Eisenform, genau. Oh, ach du Scheiße. Da erschrecke ich mich so, dass ich gleich mal niesen muss. Das ist ja Wahnsinn. Hey, aber wo hat er sein Lager? Ah, da hinten, gell, war das ja. War das sein Lager oder wie war das nochmal? Guck mal rein. Oh, was schon wieder niesen? Ah ja. Okay. Also ich sehe es hier schon mal nicht. Hier ist noch was. Aber keine Tropfsteine. Schade eigentlich. Hat er nicht einen einzigen noch? Wenigstens. Da hat doch Save das auch vermehrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Warte mal. Hier sind ja die ganzen Dinger. Ist ja nicht irgendwo der Tropfstein. Das ist echt komisch hier gerade. Hier, warte mal. Wurzeln. Nee. Dripstone. Diese Leaf, das sieht immer alles so aus wie so Dripstone halt, aber man findet keinen irgendwo, gell? Ach hier. Die sind alle leer. Oh nein, das brauche ich alles nicht. Ich habe einfach nur so einen Tropfstein. Nein, das muss ja mal möglich sein, oder? Ich brauche unbedingt Essen. Wo gibt's denn Essen? Wieso habe ich nichts? Ich müsste, glaube ich, mal Cleanstone herstellen, damit wir durch das Moos auch Gras kriegen können. Mit den Azalea-Dingern geht das ja. Ah, guck mal, hier kann ich schon mal abernten. Hat er natürlich wieder zu viel gemacht. Ah, ich hab doch hier Kartoffeln. Ah, die habe ich auch geschenkt gekriegt, ne? Wir müssen nur schauen, was eben ist, wenn wir diese Vorräte aufgebraucht haben. Und ich brauche auch unbedingt mehr Eichenholz, ne? Habe ich auch viel zu wenig. Ah, wie mache ich denn das alles? Das ist gar nicht mal so einfach alles. Hier ist noch Wurzelerde, die haben wir also schon. So. Na, dann probieren wir das mal. Ich habe diese ganzen Saplings alle nicht, gell? Ich glaube, die habe ich einfach nicht am Anfang bekommen. Die Items, ne? Die fehlen mir. Ich hatte andere Start-Items. Muss nochmal nachgucken. Ich habe ja jetzt meine erste Folge auch schon veröffentlicht, da könnte ich das ja sehen. Okay. Ja, ich werde jetzt erstmal die Bäume so farmen. Mal gucken. Soll ich das mit einer Axt oder was abarbeiten? Vielleicht kann ich ja noch mehr als Eichenlaub bauen. Dann könnte ich es auch mit einer Schere mehr holen. Oder eben mit dieser Behutsamkeit-Axt. Ja, probieren wir mal die. Holen wir zumindest ein paar davon, jetzt nicht alle. Halt das, was ich jetzt so kriegen kann. Hat der eigentlich Haltbarkeit? Gut, ja. Die Effizienz bringt natürlich jetzt hier bei Laub nichts, das wäre nur bei Holz. Und bei sowas, ne, irgendwelche anderen Blöcke gab es noch. Gut, hier solche Ranken und sowas halt, ne? Aber bei Laub eben nicht. So. Ja, dann lass ich das erstmal hier, oder?
Eigentlich will ich dafür einen eigenen Spot haben, aber ich lasse es jetzt hier stehen und kann ja währenddessen mir eine Holzfarm bauen. Ne? Oder ich stelle halt hier einfach so Blöcke hin. So Kübel. Irgendwie. Ich meine, das hier kommt ja eh weg. Moment mal, so und so. Ja, das ist ja hässlich. Ne, warte, das bleibt. Da drüben auch, ja. Und dann kann aber trotzdem hier so ein Kübel hin, ne? Wo einfach so ein Baum drin steht. Brauche ich halt wieder Trapdoors und muss diese normalen nutzen, weil ich keine anderen Rebsorten zur Verfügung habe. Oder gibt es da im Nether noch was? Ich glaube nicht. Warum sollte da noch was sein? So. Kann ich ja da noch einen platzieren oder mehrere? Dahin. Dann hier den direkten nächsten. Ne, lieber nicht. Ah, vielleicht hier irgendwie. Hier Block Abstand. Na naja, gut, das ist zu nah an dem. Das ist auch nichts. Ich hoffe, der Baum merkt dann nicht, aber ich denke mal, es geht noch. Man kann auf jeden Fall dann immer unten drunter durchlaufen. Und ja, ich müsste das hier dann ein weiter außen hinsetzen. Das würde gehen. Ja. Aber das müsste auch die Mitte sein. Und es gibt ja keine Mitte, oder? Ja, nee, das sind zwei Blöcke. Deswegen müssen wir das so machen. Und so. Eigentlich. Was haben wir dann hier für einen Abstand? 5? Naja. Und hier auch. Okay, dann brauche ich natürlich jetzt noch entsprechend viele Trapdoors. Aber oh, da geht wieder schön viel Holz drauf. So. Okay. So. Hier hinten weiß ich jetzt auch noch nicht. Wie machen wir das jetzt? Ich würde hier gerne irgendwo eine Leiter hochbauen. Hier wäre schon irgendwie ein gepasster, geeigneter Platz. Vielleicht hier hoch. Ich will das auch nicht so zerstören, das Bild von dem Ganzen. Oh, warte mal, hier, das muss schon einsammeln. So. Tja, wie kommt man jetzt hier hoch? Also, ich glaube, ich packe hier einfach Leitern dran und fertig. Ich mache mir da jetzt keine Waffe so. Da kann man auch sagen, okay, das ist nochmal Deko-Element. Ich habe noch Sticks. Nee. Erstmal nicht. Okay.
Gut, hier bringt's ja jetzt nichts. Hätte ich doch weniger machen müssen. Aber hier können wir es auch mal machen. Wir kommen jetzt überall hoch. Ja, das geht schon. Bin mal gespannt, wann der hier wächst. Oder ob die da unten zuerst kommen. Sind zumindest schon mal alle eingepflanzt. Ja, dann machen wir hier. Obwohl, warte mal, ist hier mehr Platz auf der Seite? Irgendwie ja schon, ne? Ah ja. Das sieht man direkt irgendwie. Ah, hier. Zack. Okay. Ja, hier passt jetzt wieder schlecht. Hier wird es nochmal gehen. Aber da soll natürlich auch ein Zugang noch bleiben zu den Hühnern. Ja, muss ich halt gucken. Also haben wir zumindest mal eine etwas andere Baumform und das ist nicht immer alles so gleich. Ja. Hat natürlich auch mal was. Ja, das passt eigentlich noch. Da ist es halt hier nicht wie auf der Seite, aber es muss ja auch nicht immer gleich sein. Ich meine, da drüben haben wir eine ganz andere Situation. Dadurch, dass der Weg da drüben abgeht und nicht hier in der Mitte. Und vor allem wir da auch nicht so eine Absenkung nochmal haben. Ja. Wird schon irgendwie passen hier. So. Ja, oben den Setzling lasse ich jetzt erstmal, bis das hier gewachsen ist immer noch. Und dann würde ich eigentlich in der Mitte mal anfangen mit Laub. Können wir schon mal einplanen. Und dann auch immer so verschiedene Sorten oder wie auch immer. Die Ecken vielleicht noch so ein bisschen anders. Vielleicht aus Eichenholz. Also ich habe ja jetzt nicht viel Auswahl. Was sind hier eigentlich noch drin? Nichts, gell? Okay. Hier haben wir noch die Azaleas. Ah, hier auch noch Eichenlaub. Ich würde dann schon gerne wieder Azalea mit dem anderen Zeug mischen. Aber schauen wir mal. Also ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel Eingriff. Nee, das passt eigentlich noch. Und dann... ich glaube, ich muss das von oben designen. Von unten macht sich das schlecht. Und vor allem braucht man auch nochmal den Azalea-Baum. Und dann das hier. Da ist auch schon der erste normale gewachsen. Ich pflanze jetzt erstmal hier noch einen. Warte, ich kann ja gleich mal. Ich kann das ja gleich mal testen mit dem Cleanstone hier. So, hier, von Shandy. Nehmen wir erstmal die Holzkohle. Wird er auch gleich nochmal weitere machen. Ja, dann nehmen wir jetzt eben doch die hier. Tut mir leid. Aber ich denke mal, es ist in seinem Sinne, wenn wir es so nutzen. Einfach weitere Kohle machen. Ich esse erstmal ein paar Kekse. Ist ja fürs Erste egal. Obwohl ich habe ja hier, na gut, Fehlbrot ist es auch nicht mehr. So. Aha. Ah, hier hätte ich auch noch was gehabt. Na egal. Lol. Überall Holzkohle drin. Nur nicht da, wo ich es eigentlich wollte. Naja. Kann ja hier schon mal die Kartoffeln schmelzen. Und jetzt haben wir hier schon mal einen neuen Stein.
Das heißt, wenn ich jetzt das Moos nehme, wo ist denn das? Oh ne, jetzt sag nicht, das Moos ist auch weg. Oder ist das hier unten noch irgendwo platziert? Hä? Wo ist denn das Moos? Ey, mir fehlt alles irgendwie. Ich habe nichts mehr. Ich hab das nicht. Hallo, ich sehe gerade gar nicht, by the way, den Chat. Shit, Alter. Ganze Zeit überdeckt, aber jetzt kann man erstmal nichts. So, ich habe das jetzt mal hier geändert. Damit ich das zumindest ein bisschen sehe. Ich werde auch noch den Discord sehen können im Hintergrund. Guck mal, ob er hier viel Moos hat. Wenn nicht, muss ich bei Shandy schauen. Aber ich finde es immer noch komisch, dass Shandy nicht eine von diesen Dripstones hatte, Alter. Das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ich nehme jetzt hier mal Moos und vermehr das. Weil ich das halt auch brauche. Und zwar machen wir das wie folgt. Guck mal, ob wir hier noch mehr direkt haben. Ja. Okay, die Bäume sind ganz gut dabei. So. Ich glaube, da kann man ja richtig viel hier mitmachen, ne? Wenn man da das hier hinsetzt. Ah, genau. So, dann kann man diese abernten. Perfekt, ne? So, jetzt haben wir alles zu Moos umgewandelt und können direkt hier neue Erde rausziehen. Und das hier bauen wir jetzt noch so ab. Ist noch schön leise irgendwie. Und die gehen noch schneller, die Blüten. Die Axt ist eigentlich richtig geil. Die müsste ich mir aufheben. Ist da oben eigentlich noch mal, ne? Das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Das wird schon mal eine Folge einfach zeigen. Also wenn alles passt, nehme ich gleich noch eine auf. So, kurz was essen. Das hier nehmen wir mal mit alles. Oh ey, wieso brennt denn das jetzt hier? Aber wenn wir einmal hier nicht drauf achten müssen. Oh ne, jetzt ist ja auch alles zu Moos geworden. Hä? Von da oben vor allem. Na toll. Ich kann das ja jetzt gegebenenfalls austauschen. Haben wir noch irgendwo die Hacke? Hier. Damit noch mal machen. Das wäre irgendwie geil, wenn man daraus Dripstone bauen kann. Also was wird natürlich wieder nicht gehen.
So, den einen bringe ich Rieke zurück. Ich meine, das Netherzeug und so brauche ich ja jetzt auch nicht unbedingt, aber ich hätte halt schon gerne so einen Teil hier. Aber irgendwie denke ich mal, dass Shandy so ein Ding hat. So. Ich will mal kurz wissen, was das hier oben ist. Das hat ich nämlich noch gar nicht so gezeigt in Videos. Aber das ist nur Glas. Aha. Ist es die maximale Höhe oder höher? 256, ne? Ja genau, es ist ja jetzt hier noch die alte Höhe, also es wurde ja noch nicht geändert. Kommt ja erst später. Mit der 1,18. Ah krass, woher hat er so viel Glas? Und was soll das werden? Das ist schon wieder Wahnsinn. So, ich lande mal auf der Bienenfarm. So. Es wäre irgendwie krass, wenn man dadurch auch so Blöcke zerschellen könnte und dann bricht er alles ein. Was ist denn das hier für Nebelzeug, hä? Kommt das von den Bienen? Das wird doch sonst nicht abgesondert, hä? Oder ist das wegen. Wir sind ja auf Höhe 75, manchmal hat man das dann auch nah am Bedrock. Da verstehe ich's, aber warum ist hier so ein Zeug, hä? Oh, warte mal. Oh, Alter. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt hier. Und hier ist noch ein Angelzeug. Ja, müssen wir mal schnell hoch, oder? Was ist denn das hier, hä? Ganz weird alles. Nee, eigentlich geil, dass wir das hier haben. Man muss es nur verstehen. Also hier werden wahrscheinlich Villager transportiert. Oder das ist einfach nur so ein chilliger Gang. Naja, keine Ahnung. Ja, was ist das hier nochmal? Aha. Gehen wir mal rüber. Gehen wir mal wieder gerne mal Survival, bevor wir hier nur noch am Rumfliegen sind. So. Ah ja, hier die Wurzeln hat er auch. Da muss doch zumindest einen so einen Tropfstein haben. Mann, Mann, Mann. Und man kann ja auch nur vermehren, wenn man wirklich fünf Stück hat. Und der hat ja nur jeder eins. Eigentlich braucht man direkt fünf. Ja, stellt euch vor, wir wären jetzt zum Beispiel nur vier Teilnehmer, dann könnte man gar nicht das alles hinkriegen. Ich habe ja auch zum Beispiel gar keinen Kessel, das heißt, ich könnte mir jetzt gar keine Lava holen. Oder vermehren. Ach, hier ist ja auch noch was. Aber das ist alles noch leer. Da war ich, glaube ich, schon mal. Gibt's ja welche, die was Cooles traden. Ja, zum Beispiel 20 Steine. Was halt auch aufwendig. Steine ist sowieso schon immer so nervig. Wäre mal geil, wenn man einen mit Sticks hätte, Alter. Das gibt's ja auch. Oder Papier eben, sowas, ne? Zuckerrohr habe ich zum Beispiel aber auch noch nicht. Oder? Müsste ich eigentlich mal anbauen, weil die traden ja alle Papier, wie es aussieht.
Spielt die Verrückten. Ja, dann hole ich mir mal. Ah, warte mal, hier, das ist das einer mit Rotten Flash bestimmt, ja. Eine Hasendinger, Mann. Ach, ich dachte schon, diese Moosteppiche traden die, das wäre geil. Könnte ich den auch ein paar besorgen. Na egal, ich hole mir jetzt erstmal Stein. Das ist erstmal wichtig für alles. Das braucht man wirklich in jedem Bereich. Also nicht in wirklich jedem, aber in fast jedem. Und Holz baue ich mal ab zwischendurch. Genau, einfach so ein bisschen hochfahren. Aber hatte mit der 1.17 jetzt schon mehr Möglichkeiten. Das ist schon ganz geil, finde ich. Kann man irgendwie so ein paar mehr Richtungen ausprobieren. Vor allem mit den Brickstones und so. Also es ist schon ein anderes Feeling jetzt nochmal. Ich dachte ja eigentlich mit der 1.15 wird es dann nochmal anders, aber so krass war es eigentlich gar nicht damals. Wir bräuchten nur noch mal eine Methode, Sand erneuerbar herzustellen. Das fehlt mir irgendwie noch. Also außer über Villager-Trades, ne? Das ist dann halt auch ein bisschen blöd. Ich will das einfach so kriegen können, von irgendwelchen Mobs oder so. Und die Möglichkeit gibt es ja auf der Sky Attack Map. Ne? Da gibt es ja auch ein Preset von der Map, was Spark bereitgestellt hat. Zum Anfang von Sky Attack. Das heißt, man kann sich die leere Map runterladen und hat dann auch diese Achievements und so weiter. Und das wäre eigentlich mal eine geile Idee für die nächste Staffel von Tiny Aura. Dass man das mal irgendwie nutzt. Ne? Da hätte man nämlich dann die ganzen Features über Datapacks und so. Ja, ich glaube, das spreche ich auch nochmal in der Folge an. Wäre eigentlich mal ein gutes Thema. So. Dann bauen wir jetzt hier die ganze Blätterpracht erstmal ab. Da oben, das muss auch weg. Auch nicht, dass hier Blätter überschrieben werden noch, ne? Ich habe das ja hier alles kalkuliert, wenn man so will. Wäre jetzt auch nicht so geil. Aber ich glaube, die würden dann gar nicht wachsen, weil die wachsen ja nicht durch Blöcke durch. Das war früher mal so, aber das war eher so ein Bug. So. Also gerade mit der 1.15 wurden jetzt solche Bugs immer gefixt. Das heißt, es wird schon nicht so sein. Ich wollte jetzt eigentlich gleich noch die Tiny Aura Map einstellen. Habe ich auch im Stream-Titel stehen. Wie lange streamen wir eigentlich? Seit 30 Minuten. Ein bisschen machen wir noch, würde ich sagen. Also, dass wir noch ein bisschen Fortschritt und so haben. Dann will ich aber noch eine Folge auch aufnehmen. Und das sollte nicht zu lange dauern. Moment. Jetzt muss ich hier. Ja, genau, jetzt brauche ich nämlich wieder mal Koppel. So, bauen wir die Schaufel ab. Die Erde. Okay. Genau, dann hier den Baum. Ich nehme das jetzt nicht weiter mit der anderen Axt mit, oder na gut, von ein paar können wir mal so abbauen. Wir hoffen, dass die nicht gleich wieder in die Lava fallen unten. Okay, ja, und ich will dann nämlich den Top Protect 2 Server aufsetzen auf Aternas, und da muss man immer eine Map haben, die klein genug ist, also 200 Megabyte oder so. Ich muss gleich mal gucken, ob das noch stimmt, oder vielleicht haben sie es ja geändert. Nicht, dass es jetzt noch weniger ist.
So, und ich habe jetzt die Topotec 2 Map von Nitrate nur schon auf 600 Megabyte reduziert. Die hatte erst 2,4 Gigabyte, Alter. Das war schon wieder ziemlich heftig. Und ich habe mir eben einfach mal gedacht, komm, löschte mal die anderen Chunks. Ist natürlich blöd auch, ne? Da hat man dann vielleicht Verluste, wenn irgendwelche Leute weiter weggebaut haben, aber da kann ich nun mal jetzt auch nichts machen. Ich meine, die Regel war ja auch am Anfang, dass man hier nicht allzu weit wegbaut. Und das war auch aus gutem Grund eigentlich. So. Okay. Ach, hier sind die. Habt ihr schon gesucht? Gut. Die Teile kommen mal hier weg. Das andere ist schon weg. Ja. Ah, hier müssen wir noch hin. Und das ist auch schief gegangen. Aha. Sag mal, wo habe ich eigentlich die Erde her? Hab ich die irgendwie geklaut oder so? Ah ne, die ist von unten, gell? Wird da abgebaut. So. Jetzt deck ich mich mal hier hoch. So, das reicht ja eigentlich. Dann so, so. Ja, das läuft doch hier alles. Okay, und dann würde ich jetzt endlich mal das Zuckerrohr auch anbauen. Wie macht man das? Also ich weiß, wie ich mir mehr Wasser hole. Und zwar geht das so. Brauchen wir halt irgendwelche Blöcke. Hier sowas. So. Machen wir das so. Und dann brauche ich Bone Meal. Ah, habe ich noch dabei. Und ich hoffe, das geht. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht brauche ich auch Sand dafür. Ah ne, geht auch hier. Genau, jetzt haben wir hier zwei Wasserquellen. So. Gut, wo baue ich den Brunnen hin? Ich glaube, ich mache mal hier das Bett weg. Das kann aber anders stehen. Und zwar zum Beispiel hinten. Ne? Und dann kommt wahrscheinlich hier Zuckerrohr hin, ne? Ich kann das ja hier so anordnen und dann auf jeden Fall da keins, ne? Ne, wenn ich hier stehe, ist es ja egal, okay. Ich gucke einfach mal, dass ich hier noch auf jeden Fall Slabs nehme, so. Dann haben wir da gleich die unendliche Wasserquelle. Das habe ich schon dabei, gell? So, haben wir das auch endlich mal angepflanzt. Das ist nämlich wirklich immer liegen geblieben, oder was? Und zumindest ein bisschen sollte man da schon mal aufstocken. Okay. Jetzt haben wir hier das Azalea-Laub und alles. Dann müsste ich halt hier oben jetzt das anbringen. Aber wie gesagt, das werde ich von oben machen. Und zwar, hier haben wir das ja so. Dann machen wir mal so. Wird das wieder so schräg machen. Ja, das geht. So.
dann. Vielleicht so. Und in Mitte nochmal zwei Blüten. Just for fun. Wo sind die? Ach, hier. Oder nee. Lieber machen wir da noch mal normales Laub hin, ne? Dass das so abwechselnd ist, und dann machen wir einfach an ein paar anderen Stellen noch mal die Blüten. Aber irgendwie nervt mich, dass da hinten keine Leiter ist, ne? Und dann muss ich hier vor. So. Genau, zum Beispiel hier. Hier. Mann. Na. Ach ja. Wo ist denn der Rest? Das habe ich schon eingesammelt, safe. Gut, dann setzen wir das Wasser selbstverständlich wieder hier rein. Huch, nein, nein, nein. Okay, viel ist nicht kaputt gegangen, außer der Fortschritt von dem. Ich dachte schon, jetzt ist ja die Insel kaputt. Gefühlt. So. Jetzt können wir uns nochmal hier herstellen. Es wäre halt geil, wenn wir irgendwie sehen könnten. Oder wenn wir irgendwie Koppel passiv fahren könnten. Aber das geht nicht so einfach. Und dann bräuchte man vielleicht auch mal größere Felder. Ich meine, ich könnte das ja machen, dass ich so ein Moosfeld baue. Also, dass ich quasi aus Stein mir eine Insel hier irgendwo aufbaue. Eine zweite. Und dann lasse ich das mit Moos überwachsen. Ich glaube, das geht ja nur bei Cleanstone. Bei Cobble dürfte das doch nicht gehen. Wir müssen schon mal testen. Jedenfalls, wenn das dann alles mit Moos überwachsen ist, kann man dann noch ein bisschen chillen. Ne, da kann man dann auf jeden Block halt so einen Azalea-Sapling setzen und die groß züchten und dann diese Wurzelerde behaken. Und da hat man dann überall normale Erde, die man dann wieder nochmal behaken kann für ein Feld. So würde ich das machen, wenn man es erneuerbar halt herstellen will. Ich kann natürlich auch die Erde schon mitverwenden, die ich habe, aber das weiß ich noch nicht, ob sich das lohnt. Weil, na gut, ich kann ja dann den Rest einfach aus Stein bauen, weißt du? So, und dann machen wir das, was wir haben, halt als Startkapital dahin. Oder zumindest ein Großteil. Wir können uns ja ein bisschen Erde behalten, damit ich was habe auf Lager. Das wäre eigentlich eine Idee. Aber das mache ich nicht jetzt, oder? Soll ich? Vor allem die Frage ist, was brauchen wir jetzt dringender? Ist es eher Zuckerrohr? Eigentlich ja schon, irgendwie. Oder lieber doch Weizen? Das ist eigentlich beides, also so, ne? Man kann sich eigentlich nichts erlauben wegzulassen, sag ich mal. Na geil, ich hole mir gleich nochmal die andere Spitzhacke aus der Kiste, die fast kaputt ist. Hier oben. Mache ich die auch nochmal kaputt. Und dann baue ich mir gleich einfach schon die nächste. Und dann haben wir nämlich das Thema irgendwie erledigt. Wenn man das so nennen will. Oh, hä? Achso, die ist jetzt hier wieder gelandet, Leute. Die hatte ich doch so locker gehalten im Inventar, ne? Was weiß ich. Okay.
sind ja auch nur 6 Leute im Projekt, ne? Ist eigentlich echt ziemlich wenig, muss ich sagen. Hat diese Staffel nicht mal so für ein PvP, wenn zum Beispiel ein X-Lucas da drauf gejoint ist oder eine Julia. So wie sonst immer. Die dann eigentlich nie was gemacht haben, nur einmal da waren so. Oder Lucas in Tiny Aura 2, da war er eigentlich ziemlich oft da für die Events, aber er hat halt kein Grundstück gehabt oder wie das war, ne? War auch krass. So. Irgendwie wäre es geil, wenn jetzt die aktive Phase von Tiny Aura wäre. Ist halt echt scheiß Timing gewesen im August. Oder auch Juli. War das ja Ende Juli, dann bis Mitte August so. Weil genau da konnte ich halt nicht. Mitgenommen. Ist auf jeden Fall sinnvoll, jetzt erstmal Cobble zu farmen. Da kann ich den dann auch zu Stein machen für die Plattform, die ich angesprochen hatte. Also das passt schon. Ja, mal gucken. Glaube ich, schmelze mal was durch. Da haben wir noch ein bisschen immerhin. Ne, sag mal. So. Holz auch okay, zumindest vom Vorrat. Muss ich halt immer auf die Bäume achten. Eigentlich brauche ich hier oben auch noch mehr Licht. So, mal einen Glowstone in der Mitte oder so. Wäre nützlich. Aber ich glaube, ich mache es jetzt mit Fackeln mal wieder. Hier hin. Die werden schon mal ein bisschen was bringen. Weil hier unten sieht es teilweise sehr dunkel aus. Dann muss ich ja auch mal die Kühe hier paaren und die Schafe. Ich habe ja nur ein Schaf. Das ist ja scheiße. Ich meine wenigstens Kühe, aber trotzdem. Man braucht ja auch mal Schafe und so. Okay.
Ich weiß einfach nicht, wie ich aus meinen komischen drei Blöcken hier bauen soll. Ja. Ich habe keine Baumöglichkeit. Ich habe gar keine Lust, mein Haus zu bauen, weil ich weiß, dass es scheiße aussehen wird mit den begrenzten Möglichkeiten. Wie mache ich denn das jetzt? Jetzt habe ich wieder kein Schwert dabei. Ich weiß auch nicht. Gehen wir erstmal rüber, würde ich sagen. Zu Topfetelke. Ach nein, ich dachte schon, jetzt wäre hier ein Spieler gejoint und würde mich abschließen. So. Dann gehen wir mal runter. 1-17-1, also ich schieße erstmal, bevor es hier zu Lags kommt oder so. Und gleich schalte ich dann um auf eine andere Bildschirmquelle. Aber erstmal will ich noch was machen. Erstmal einen Stick dran hier. Na komm schon. Okay. Und zwar, hier habe ich die Welt. Dann packen wir die App Data. So, in den Saves-Ordner. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Obwohl es geht. Dann machen wir mal hier. Ah ja, ich weiß, warum diese groß ist. So skaliert. Na egal. So. Ich hatte das mal anders eingestellt. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt ist natürlich hier die Uhrzeit wieder so verschwommen und so ein paar Sachen, weil das von 1080p jetzt auf 720 runtergerendert wird, aber ich denke mal, es geht schon hier. So. Naja. Ich mache es mal wieder aus. Und dann gucke ich mal. So. Ja, dauert halt ein bisschen. Tja. Geht das jetzt mal? Es geht ziemlich schnell. Es geht aber, ist vertretbar. So. Dann hier, vielleicht kann man die Dateien löschen. Poi, ach du Scheiße. Die braucht man doch nicht, oder? Braucht man das? Man braucht da eigentlich nur die Region-Dateien. Das sind 96 und das hier 185. Hä? Die braucht doch kein Mensch. Gut, die haben ja nicht so viele Kilobytes, die werden uns nicht viel bringen. Das heißt, wenn ich die rauswerfe, hat der Ordner noch 671. Ja, das ist auch nicht so geil. Da müssen wir, also hier die Pois, die können wir auch rauswerfen, ne?
Entities. Oh, weiß ich jetzt nicht. Data. Vielleicht bei Entities nochmal gucken. Alles was. Hier sowas mit 23, das kann alles raus, das ist zu weit weg. Eigentlich bis dahin auch. Solche 9, 8, 7, das brauchen wir auch nicht. Hier auch. Huch, nein, nein, Hilfe. Das hat ja den ganzen Ordner gelöscht. Alter, das geht aber auch schnell. Kann nicht sein, dass man sich so dumm vertippt. So, das ist jetzt hier Dim 1, also das End. Da habe ich jetzt auch nur noch die paar Region-Dateien aufgehoben, weil das braucht, mehr braucht man einfach nicht. So, wie viel haben wir jetzt hier? 670, ey, immer noch. Ist doch scheiße. So, hier Poi kann weg. Region. Im Nether haben wir kaum noch was. Entities, oh, da ist schon ein bisschen mehr. Ja, hier alles, was über 3 ist, lösche ich. So. Jetzt sind wir schon mal 667. Langsam geht's. Wow. Ist aber immer so ein Krampf, ne? Data Packs, ne, das hat nichts. Dim 1 und minus 1 war mal. Entities hier. Oh, 344. Oh, da kann man noch ein bisschen was löschen. Das sind auch nochmal so 10 Megabyte, oder? Mal gucken. Ich lösche die jetzt hier auch bis. Bis 4, also alles, wo eine 4 oder mehr enthalten ist. Oh, das waren sogar mehr. Megabyte, Moment. 619 nur noch. Okay, Stats. Haben die viel? Ne, 15 Kilobyte, das geht. Hier ist halt der Hammer drin, so, ne? Hier solche können auch weg. 35, Alter. Hier ist so viel drin. 5.6. Komm, das hau ich jetzt alles runter hier. Das macht bei weitem das meiste aus, hier auch. 3, 4. So. 3, 3 hatte ich auch später nochmal geladen. Also alles, was ich ab 13.50 Uhr geändert hatte, müssen wir behalten. Das ist die Kernstadt. Ne? Die darf man nicht löschen. So, aber hier sowas, das kann weg. Okay, Eigenschaften. 473, Mann, ich krieg die nicht runter. Das ist immer so scheiße. Ah. Player Data, was sagt denn das? Das ist auch nicht der Rede wert. Entities halt, ne? Hier oben. Obwohl, das geht auch noch. Wie viel ist denn hier drin jetzt noch? 382 Megabyte, das heißt, die anderen Ordner umfassen aber auch einiges. Wo ist denn das noch? Player Data, nee. Ist das nur in den beiden Ordnern hier? Ein 30 Megabyte. Und der 27. Ich guck mal nach Änderungsdatum. Also, na gut, hier die 4er kann man löschen. 4 und 5.
hier die beiden. Vier bis sechs. Minus vier. Die noch weg. Hier die. Die sowieso. Ah, das war's. Na, soll ich's probieren? Wenn es nicht geht, dann müssen wir es eben nochmal ändern. So, ne, eigentlich brauche ich gar kein Archiv. Wir machen das einfach so. Ich gehe nochmal jetzt hier raus. Dann gucken wir mal bei Aternus. Ich muss mich jetzt mit dem Top-Attack-Account einloggen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das Passwort und alles war. Da gucke ich mal nach hier. War schon ewig nicht mehr drin in dem Account. Aber wir nehmen den wieder. Sag mal, wo steht denn die Scheiße? Ah, das ist also unübersichtlich hier bei mir. Muss dann mal ewig suchen. Sag mal, das muss doch hier irgendwo stehen. Oder hatte ich das wieder mal nicht aufgeschrieben, weil Rietze das erstellt hat? Alter, ich weiß es halt nicht, ne? Void habe ich, Aura. Aber alles andere ist schwierig. Zumindest mal. Na gut, dann muss ich noch mal schauen. Am besten mal bei Discord. Das müsste ja klappen. Ich habe ja eh Discord offen, also warum nicht? Wo ist denn Top Attack? Ich guck mal, wann oder zu dem Zeitpunkt, als es damals losging. So. Ne, den hatte ich sogar erstellt, hä? Sag mal. Scheiße. Ich guck mal bei WhatsApp. Das wäre jetzt noch eine Idee. Ach so. Da muss ich ja bei einer alten Nummer noch gucken. Ah ja. Okay, April. Da ging es ja los. Ach, wir hatten das ja über Tiny Aura 2 damals gemacht. Stimmt. Oh, ganz vergessen. Ja, dann nehmen wir den einfach auch wieder, oder? Einfach Tiny Aura 2. Oh Mann. Alles klar. Dann stellen wir mal einen Server. Java Edition. Dann nehmen wir mal
Top Attack 2. Okay, erstellen. Software Version Vanilla 1.17.1. Achso, warte, nee, wenn ich das auswähle, macht er glaube ich mal automatisch die neueste. Ich mache das aber hier mit, dass der die nicht wechselt von alleine. So. Ah, jetzt hat das, ne? Okay. Ich gucke nochmal bei Optionen. Wo waren das? Ah, hier oben. Okay, Server Properties. Da machen wir erstmal 10 Slots. Das reicht an sich. Oder 12 wegen mir. Also das ist immer am besten, wenn man das vorher einstellt hier. So, Befehlsblöcke sind natürlich an. Dorfbewohner auch. Ressource-Paket, nee, Spawn-Schutz lassen wir bei 0, ist besser. Mobs an, PvP-Whitelist auch an. Spielmodus Überleben. Dann gucken wir mal auf die Whitelist. Vielleicht sind da ja noch welche drauf. So, nee, doch nicht. Dann mache ich das mal. Ich weiß gerade gar nicht die Teilnehmer so auswendig. Wer fällt mir da noch ein? Das kann ich ja dann in-game machen. Vielleicht hier, ja. Heißt er noch Dir Daniel? Dir Daniel. Ah ja. Dann OPs. Okay. Alter, hier ist ja alles mit Werbung zugebombt. Ja, ich kann ja nicht mal runterscrollen. Doch jetzt Umgebung Java 16. Hä, seit wann heißt denn das Java 16? Ich dachte Java 9 oder sowas. Lol. Na, egal. Mal wieder hier an. Dann hoffe ich mal, dass ich die Welt hochladen kann. Hochladen, ne? Genau. Dann müsste ich das ja direkt hier kriegen. Ich mache nochmal so. Sorry. Na, mach mal einen Ordner. So. Saves. Wo ist denn die Scheiße? Schauen wir mal. Eine Welt. Okay. Ich hoffe, das geht. Also es lädt jetzt hier. Hm.
Genau, das lädt jetzt hier hoch und ich hoffe mal nicht, dass das dann irgendwann abbricht. So. Ja, mal gucken. Sieht aber schon mal ganz gut aus, zumindest. Ach du Scheiße. So, ist jetzt hier das fertig? Noch nicht, aber fast. Okay. Nicht, dass der jetzt sagt, ja, die Welt ist zu groß. Nachdem es hochgeladen wurde, Alter. Das wäre doch auch wieder Scam. Nee, anscheinend hat es funktioniert. Okay, gut. Das ist schon mal schön. Und ich hoffe mal, dass noch alle wichtigen Chunks und so da sind. Ah, das ist echt immer der größte Struggle, ne? Okay. Na, ja, mal gucken. So. Da wollen wir mal. Ja, und dann würde ich halt auch gleich jetzt hier den Stream beenden, wenn das läuft. Und dann nehme ich noch auf. Und dann müssen wir noch streamen. Ich werde aber dann Top Attack nicht mehr lange machen. Ich weiß auch, by the way, gar nicht, ob ich den Fortschritt vom letzten Stream noch gezeigt hat, aber ich denke nicht. Ja, muss ich mal gucken, was wir dann machen. Ah, ist ja eigentlich auch nicht schlimm, wenn ich mal zwei Streams habe, weil der letzte war eh nicht so lang. Heute kann ich auch sowieso nicht so lange streamen. Ja, und ob ich jetzt noch zwei Folgen schaffe aufzunehmen, wäre ich mir mal nicht so sicher. Aber wir schauen mal, wie es wird. Genau. So. Aha. Okay. Ja gut, ich gehe einfach mal auf den Server und dann. Ach komm, das mache ich jetzt auch noch live hier. Wenn wir schon einmal da sind, ne? So, ich meine, ich muss ja jetzt Minecraft eh wieder neu starten, wenn ich aufnehmen will auch. Kann man es ja auch noch machen kurz. So. Ja, da haben wir das heute mal live geregelt hier mit der Welt, mit den Chunks. Das ist auch mal anstrengend genug irgendwie. So. Und ich muss dann jetzt noch die ganzen Weltdateien. Diese 300 Megabyte oder so. Das kann alles weg. Ne, 400 Megabyte waren es ja jetzt sogar. Stimmt. So. Ach Quatsch, ich will doch gar nicht hier rein. Dann da. Hab ich hier noch irgendwo. Ich weiß gar nicht. Wir machen das mal.
Und zwar gebe ich jetzt die IP ein. Oh Mann, ey. Na komm schon. Fertig, verbinden. So. Na geht doch eigentlich. Oh, oh, oh. Oder? Man weiß es nicht. Ah gut, bisher sind es nur FPS-Einbrüche, noch keine Lags. Achso, warte mal, jetzt muss ich hier runter. Ich hatte mein Inventar irgendwie ausgeleert, weil ich dachte, naja, vielleicht gibt es da Probleme, aber ist eigentlich alles chillig gelaufen. Mein Level habe ich auf jeden Fall. So. Wo ist denn jetzt die ganze Geschichte? Hä? Ach, hier oben, gell? Genau, da war's. Dann machen wir das irgendwie so. So. Ah, hier war noch eine Schaufel. Gut, ja, da haben wir das und können nachher streamen. Ah, jetzt mache ich erstmal eine Folge Tiny Aura, ne? Okay, nice. Ja, da pause ich das gleich nochmal in Discord und alles. Okay.